Königlich bedeutet das, was wir gerade noch nicht spielen, aber wo wir hinwollen. Deswegen begrüße ich euch hier heute zu der neuen Folge mit Real Madrid im Fußballmanager 23. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, wir haben gerade noch so einen recht schweren Stand bei Madrid. Der Vorstand ist auch nicht so ganz zufrieden mit unseren Leistungen aktuell. Jetzt müssen wir gegen den BVB ran in der Champions League. Und im Hinspiel haben wir Dortmund natürlich zerlegt, ne? Mit 6:1. Das Ganze wollen wir im Rückspiel natürlich fortführen. Ich hoffe, dass uns das gelingen wird, dass wir ja das Ansehen beim Vorstand mal wieder ein bisschen erhöhen können sozusagen. Wir schauen mal kurz, mit welcher Mannschaft wir in dieses Spiel gehen. Gucken mal ganz kurz auf den Teamvergleich. Ja, und sehen hier, dass Dortmund natürlich komplett defensiv steht. Das war aber klar. Arribas hat mir eigentlich sehr gut gefallen, aber er wird jetzt wieder rausgehen auf die Bank. Junior wird wieder starten. Und Asensio würde ich schon nochmal drin lassen. Obwohl Asensio bleibt erstmal da. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ein paar sehr gute Spiele gezeigt. Im Zentralmittelfeld allerdings würde ich jetzt mal Kroos beginnen. Neben Valverde und Neymar startet wieder für Dani Olmo im offensiven Mittelfeld. Ansonsten in Verteidigung kommt Rüdiger rein. Vallejo hat eine 14er Form. Ja, ich glaube, der bleibt erstmal da. David Alaba auf links auch nicht so stark mehr, ne? Wie zu seiner Bayern-Zeit. Da kann Mendy mal anfangen. So, da sind wir gut aufgestellt, würde ich sagen. Der vierte Spieltag in der Gruppe B der UEFA Champions League. Topstar auf dem Feld ist Benzema, wird heute von Beginn an auflaufen gegen die Dortmunder. Und ich würde gerne Emerson Royal nochmal für Carvajal auf rechts bringen. Das war das, was ich noch ändern wollte. Ansonsten haben wir eine gute Aufstellung. Und das wollen wir natürlich jetzt gegen den BVB auch zeigen. Und wir wollen natürlich auch an die Spielweise und an das Ergebnis aus dem Hinspiel anknüpfen. Ich denke mal, wie wir auch gesehen haben, Dortmund wird sehr defensiv agieren, defensiv stehen. Ne, aber ich glaube, so eine hohe Pleite können sie sich, glaube ich, nicht erlauben. Oder nicht mehr erlauben zu Hause, ne? Aber mal gucken. Wir machen das Ganze in der Sofortberechnung. Und ja, eigentlich müssten wir echt sagen, die hauen wir weg, ne? Aber dann weiß ich wieder, wie es laufen wird. Die haben die Hosen voll, ja. Die haben sie hundertprozentig, ne? Nach dem 6:1 im Hinspiel. Aber man weiß nie, ne? Man weiß es nie. 0:0 bis in der ersten Halbzeit. Also das hat schon viel zu sagen. Bisher konnten wir uns da noch nicht durchringen. Jetzt aber schlägt unsere große Stunde hoffentlich in der zweiten Halbzeit. Asensio mit dem 1:0. Yes. Aber Reus gleicht aus. Okay. Vinicius Junior, also weiß ich nicht. Wieder nur Note 4. Das kann ich nicht nachvollziehen. Neymar geht jetzt mal auf links. Olmo kommt fürs offensive Mittelfeld und rechts bringen wir Rodrigo mal und Giroud vorne nochmal rein. Neymar mit dem 2:0. Vorlage Olmo. Da ist der Schlusspfiff. Aber man konnte schon sehen und Dortmund hat auf jeden Fall eine bessere Leistung gezeigt als im Hinspiel, ne? Definitiv. Auch wieder nur ein Tor erzielt, aber defensiv auf jeden Fall besser gestanden als im Hinspiel, ne? Trotzdem gehen wir als Sieger hier vom Platz mit 2:1. Jetzt mit 12 Punkten an der Tabellenspitze hier in der Gruppe B vor Donetsk, Marseille und natürlich dem BVB, die jetzt aktuell nur 3 Zähler auf dem Konto haben. Also das Spiel gegen Marseille könnte vieles aussagen. Also ist noch alles drin für den BVB, ne? Ich wünsche es mir, dass sie weiterkommen, aber es wird schwierig. Es wird wirklich schwierig, aber Donetsk und Marseille sind ja auch nicht so souverän, sage ich mal, ne? Beide auch 2 Niederlagen. Wir haben 4 Siege in 4 Spielen, 13 Tore gemacht, 2 Gegentore nur kassiert. Das war bis jetzt sehr ordentlich, ne? Mal gucken, wie es gegen Marseille und gegen Donetsk dann noch weitergeht. Ihr Gegner hat heute mehr Chancen, dennoch haben sie gesiegt. Glücklich oder ungerecht? Naja, also schon glücklich würde ich das jetzt eigentlich nicht sagen, ne? Wir waren einfach konsequenter, ne? Ist einfach so. Und deswegen haben wir auch das Hinspiel mit 6:1 gewonnen. So, Freunde, 13. Spieltag steht an gegen Vallecano, ein Auswärtsspiel. Und wir müssen auch in der Liga in die Spur finden. Ich meine, wir stehen auf Platz 4, aber wir sind jetzt schon 7 Punkte von Platz 1 weg. Und das müssen wir auf jeden Fall ändern. Neymar hat jetzt gegen Dortmund in der Champions League
wo ich ihn auf die Linksaußenposition gestellt habe, besser gespielt als im offensiven Mittelfeld. In den ersten Spielen hat er eine konstante Leistung auf der OM-Position gezeigt. Allerdings sind Vinicius Junior und auch Rodrigo momentan wirklich außer Form. Deswegen würde ich Neymar jetzt mal auf links stellen. Olmo ins offensive Mittelfeld. Das hat mir sehr gut gefallen, diese Kombination. Asensio natürlich nach seinem Tor auch gegen den BVB. Erstmal gesetzt auf rechts, ne? Würde ich sagen. Vorne beginnt jetzt nochmal Giroud an dieser Stelle. Benzema, sorry, aber auch gegen Dortmund wieder kein gutes Spiel gezeigt, ehrlich gesagt. Und hinten brauchen wir eigentlich soweit gar nichts ändern. Also auch wenn Emerson Royal da spielt, Vallejo und auch Mendy, stehen wir besser, als wenn wir da mit Alaba, mit Ake, mit Carvajal hinten drin stehen. Es tut mir leid, aber es ist wirklich so. Toni Kroos, wir haben so viele Talente hier in der Mannschaft. Ne? Tchouaméni hat auch eine recht gute Form, ist aber mehr defensiver Mittelfeldspieler. Ne? Wir lassen Kroos erstmal da drin und gehen auch so jetzt in die Partie rein. Am 13. Spieltag gegen Vallecano auswärts. 3 Punkte müssen hier drin sein. Safe. Wir werden den Spaß am Fußball nehmen. Sieg ist Pflicht. Asensio. Oh, Doppelpack hier. 6 Minuten gespielt. 2 Tore durch Asensio. Der ist richtig gut drauf, ne? Das ist geil. Das geht ja gut los hier. Sehr gut weiter so. Stark von Asensio. Neymar hier wieder Note 1, ne? Also links außen doch momentan besser dran, ne? Stunde gespielt, wir führen mit 2-0. Valverde nehmen wir jetzt mal raus. Macht aber seine Sache sehr, sehr gut, finde ich, da auf der zentralen Position. Aber auch hier kann Benzema die letzten Minuten leider nicht nutzen. Ne? Ich weiß nicht. Bisher überzeugt er mich noch nicht. Wir gewinnen dieses Spiel mit 2-0. Und was sagt das in der Tabelle? Wir steigen hoch auf Platz 3. Lassen jetzt Atletico hinter uns, die höchstwahrscheinlich Punkte liegen gelassen haben. Jawohl, gegen Espanyol Barcelona verlieren sie mit 0-1. Besser für uns, jetzt mit 26 Zählern auf Platz 3. Wir kommen weiter dem ersten Tabellenplatz näher. Das war ein gutes Spiel von uns. Trainer von Vallecano sagt, nee, Präsident sagt. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, hat sich wieder ein neuer Profi-Neurotiker zu Wort gemeldet, der meint, etwas über Vallecano sagen zu müssen. Courtois hat eigentlich auch recht gut gehalten, ne? Note 2, das war eine ordentliche Leistung hier von uns. Und Gott sei Dank geht der Balken nach oben. Jetzt wieder 6 von 20. Klar wollen wir weiter hier in diesem Bereich, aber das ist schon mal besser, als hier 3 von 20 zu haben. Und immer unter Druck zu sein, ne? Das ist, so, ist in Ordnung. Wir müssen aber gegen Carles jetzt natürlich nachlegen. Tabellen 18. Hey, also auf jeden Fall müssen da 3 Punkte drin sein. Ne? Und dann denke ich, wird das Ansehen beim Vorstand auch langsam wieder besser. Spielerberater bietet Jugendspieler an. Den müssten wir dann auch erstmal wieder scouten und alles. Ne? 16 Jahre alt. Verpflichten wollen wir den nicht, weil wir eigentlich überhaupt nichts über den Spieler wissen. Ne? Ist ein Riesentalent, aber wir nehmen den mal ins Blickfeld und dann scouten wir den so mal jetzt. Scouten wir den mal, mal gucken, ob es wirklich so ein Riesentalent ist. Ne? Defensives Mittelfeld. Boah, starke Position. Bin ich mal gespannt. Camavinga hat Trainingsziel erreicht. Bringt auch noch nicht so die Leistung, die wir von ihm sehen wollen. Ne? A-Junioren gewinnt einfach 5-0. Ne? Reserve auch gewonnen, 2-1. Scout-Bericht. Ja, da müssen wir mal kurz reingucken. Und der Scout-Bericht ist da. Ivan Grgic, defensives Mittelfeld. 8 von 10 Sternetalent, ne? 16 Jahre alt. Ich würde den doch gerne übernehmen. So, aktuelle Saison. 2 Jahre für die zweite Mannschaft erstmal. Ich denke, das ist recht in Ordnung. So, was sagt denn die Familie hier? Das passt alles, ne? Okay, perfekt. Die zweite Mannschaft ist auch sehr gut drauf momentan. Die letzten beiden Spiele souverän gewonnen. Platz 8, aber nur aktuell mit 23 Punkten, aber rechnerisch ist da ja immer noch alles im grünen Bereich. So, Carles FC, Carles CF, Carles FC, ist das nicht das gleiche? Ist auch egal, ist auf jeden Fall unser nächster Gegner in der Liga. Und ich möchte, wenn ich ehrlich bin, an der Startformation eigentlich so gut wie nichts ändern, ne? Obwohl Tchouaméni eine 13er Form hat. Zentral könnten wir Kroos nochmal rausnehmen. Tchouaméni vielleicht ein bisschen ins defensive Mittelfeld ziehen. David Alaba wieder eine 12.
Valero ganz stark, ne? Also den lassen wir nochmal drin, auch wenn er nur eine 80er Frische hat. So, Giroud ist auch besser drauf als Benzema. Wir machen da nichts mehr. Wir gehen da so rein und wollen auch hier natürlich gegen Carles 3 Punkte einfahren, ne? Zu Hause im Santiago Bernabéu Stadion. Bietet den Fans etwas. Wir müssen jetzt schon mal auch ein bisschen was zurückgeben. Wenn nicht jetzt, wann dann? Aber 0:0 zur Pause. Also gegen so einen schwachen Gegner, konzentriert euch. Olivier Giroud mit dem 1:0. Das ist schon mal sehr gut. Aber sonst läuft da nicht viel, ne? Olmo raus. Neymar geht dahin. Vinicius auf der linken Position. Rodrigo auf rechts. Und Benzema rein für Giroud vorne. Relativ bescheiden, ne? Das Spiel hier. Und die hätten fast noch den Ausgleich gemacht. Ich wollte schon gerade sagen. Aber wir gewinnen mickrig mit einem 1:0. Also, puh. Es war knapp und es war nicht auf gar keinen Fall die beste Leistung, die wir hier gezeigt haben. Aber wir haben 3 Punkte eingefahren. Weiterhin auf Platz 3 jetzt mit 29 Zählern. 5 jetzt schon vor Atletico Madrid. Was ist denn hier los? Die haben unentschieden gespielt gegen Mallorca. Lassen 2 Punkte liegen. Gut für uns, auch Bilbao, 24 Punkte. 0:0 gespielt gegen Valladolid. Und auch Valencia mit 24 Zählern auf Platz 6 spielen auch nur unentschieden gegen Betis Sevilla. Also da haben wir ein bisschen Glück, ne? Dass die drei Mannschaften auch nur unentschieden gespielt haben und wir 3 Punkte mitgenommen haben. Sehr, sehr gut an dieser Stelle. Natürlich, Torausbeute kann man drüber streiten, aber sonst war es ganz okay. Es war schon schwach, aber wir wussten, dass Carles defensiv sehr gut steht. Wir haben die Geduld nicht verloren und weiter über außen gespielt. Dann haben wir mit Giroud ein bisschen Glück gehabt. Und Trainer Antonio Lopez sagt, wir waren uns der Bedeutung dieses Spiels bewusst. Wir sind gut ins Spiel gekommen, mussten uns dann aber unter dem Druck von Real Madrid beugen. Wir hätten noch was holen können. Diese Niederlage ist bitter für den Club und die Fans. Aber ja, das war halt. Also wenn die noch das 1:1 gemacht hätten, dann wäre es auch in Ordnung gewesen. Ne? Also weiß ich nicht. 1:0 zu Hause gegen so einen Gegner ist halt auch am Ende normalerweise zu wenig, ne? Aber 3 Punkte stehen und das ist am Ende dann auch wichtig. Und das wollten wir natürlich bezwecken. Wir gehen hoch auf 8 von 20 Zählern. Man hätte sich mehr von ihnen erwartet. Es gibt definitiv Raum für Verbesserungen und die lokale Presse wird sich kaum mit dem Verfehlen der Saisonziele zufrieden geben. Ja gut, noch haben wir ja nichts verfehlt. Also, es geht weiter aufwärts. Und ich würde sagen, das Champions League-Spiel gegen Marseille nehmen wir jetzt auch noch mit rein. Benzema hat sich verletzt, gebrochener Knöchel. Boah, fällt bis 29.01. aus, ey. Gegen Marseille, Freunde, in der Champions League, können wir die nächsten Punkte einfahren. Ihr seid stark, sagen wir auch. Momentan sind wir gut drauf. Ungeschlagen in der Gruppe auf Platz 1 wäre schon nice, ne? Boah, nee, Mann, Note 6. Was ist denn hier los? Junior macht auch schon wieder so ein schlechtes Spiel hier. Meine Güte, was? Das verstehe ich nicht. So, jetzt schlägt unsere große Stunde hoffentlich. Wir kassieren nur gelbe Karten hier. Das gibt's doch gar nicht, ey. Boah, Neymar, unnormal schlecht. Asensio wird mal auf links gehen. Und Rodriguez nochmal für Giroud. Boah, noch eine Verletzung. Leute, was ist denn hier los? Camavinga nochmal rein ins zentrale Mittelfeld. Es ist immer noch nicht so recht königlich, ne? Nee, also das gefällt mir gar nicht hier. Note 6, ey, unglaublich. Wir bleiben natürlich auf Platz 1. Also mit 13 Punkten sind wir auch schon durch. Aber trotzdem, das hätte auch nicht sein müssen, ne? Ich meine, 0:0, okay. Besser ein Punkt als vielleicht verloren, aber überragende Leistung war das jetzt nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange Tchouaméni ausfallen wird. Bis zum 1.12. Okay, sind zum Glück nur ein paar Tage. Wer wird ihn ersetzen? Boah, alle zentrale Mittelfeldspieler haben keine gute Form. Neymar einfach nur eine Form von 4. Also schon heftig irgendwie, ne? Vorne geht irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Packen wir Vini da mal rein. Mal gucken, ob der was reißt. So, wir bringen Camavinga da im Zentralmittelfeld. Groß geht mit auf die Bank. 898 zu 817 Mannschaftsstärke. Auf geht's. Wir wollen es wissen. Die nächsten 3 Punkte müssen drin sein. Asensio wieder mit dem 1:0. Er ist der Einzige, der aktuell so ein bisschen raussticht. Macht auch das 2:0. Stark. Neymar, Note 4. Nicht so stark. Anschlusstreffer.
von Guardiola und Asensio mit dem Hattrick, ey. Unglaublich. Ach Leute, was ist bloß hier los? Also, wenn das so weitergeht, dann müssen wir den Kader doch nochmal überdenken, ne? Oder unser Spielsystem. Aber eigentlich mag ich das Spielsystem, ne? Das würde ich eigentlich ungern ändern. Aber es läuft noch nicht so, wie wir das gerne hätten, ne? Wir führen zwar mit 1 zu 3. Rodriguez jetzt noch mit dem 4-1. Jetzt Junior mal. Auch noch ein Doppelpack. Na Gott sei Dank. Trifft er jetzt hier auch mal wieder. Das wird ihm hoffentlich ein bisschen Selbstvertrauen geben. Die letzten Spiele waren einfach nur Katastrophe, ne? Also 6 zu 1 am Ende. Ja, weiter in Platz 3. Aber jetzt sind es nur noch 4 Punkte auf Platz 1. Leute. 4 Punkte. Barca gewonnen gegen Espanyol und Sociedad. Hat ja schon ein paar Punkte liegen gelassen, glaube ich. Aber gegen Osasuna haben sie gewonnen. Okay, 4 Punkte realistisch. Safe, ne? Sehr zufrieden mit dem Spiel jetzt am Ende, mit dem 6 zu 1. Junior sagt, ich bin dankbar für dieses Spiel und die Tore, die ich erzielen durfte. Ja, gerade weil in den letzten Spielen einfach eine Flaute drin war, sage ich mal, ne? Trainer Pacheta sagt, wir dürfen uns gerade zu Hause nicht so vorführen lassen vom Gegner, sonst brauchen wir uns nicht wundern. Wenn die Fans die Unterstützung einstellen, der Funke muss vom Rasen auf die Fans überspringen. Hat er recht? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt da auch wenig, ne? Ganz klare Sache. Was sagten die Torjäger das eigentlich? Also, wir haben jetzt nicht wirklich einen Torjäger, aber Asensio hat bisher die meisten Treffer erzielt, ja? 8 an der Zahl. Wahnsinn. Gerade in den letzten Spielen, ne? Der blüht gerade richtig auf. Durchwachsene Saison bisher, aber es geht weiter Richtung grüner Bereich. Sagen wir es mal so vorsichtig ausgedrückt. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge mit, ja, ein paar guten Ergebnissen, die wir hatten, was Champions League und Liga betrifft. Im nächsten Spiel müssen wir im Pokal ran, in der vierten Runde gegen Mirandés. Und das wird, glaube ich, schon ein sehr interessantes Spiel. Mannschaft der Woche Asensio und Rodriguez. Wir müssen gucken, wie es weitergeht. Es sieht ja momentan eigentlich so recht gut aus. Ja, aber wir spielen halt in manchen Spielen noch nicht so den Fußball, den ich mir erhoffe, einfach, ne? Natürlich stehen wir auf Platz 3 in der Liga. Wir sind nur 4 Punkte von Platz 1 entfernt. Das ist realistisch. Wir sind in der Champions League auf Platz 1 in der Gruppe B. Das ist alles gut. Aber es fehlt mir noch dieses Quäntchen Königliche, was man von Real einfach erwartet. Und momentan haben wir auch irgendwie so ein Formtief bei vielen Spielern, ja? Ein Junior, der jetzt endlich mal wieder getroffen hat, nach keine Ahnung wie vielen Spielen, endlich mal wieder eine gute Leistung gezeigt hat mit 2 Treffern. Aber auch ein Rodrigo völlig außer Form, ein Kroos völlig außer Form, auch ein Modric, der überhaupt nichts der Mannschaft geben kann, irgendwie im zentralen Mittelfeld. Benzema, der hinter den Erwartungen geblieben ist bisher, ne, jetzt aktuell verletzt, aber auch davor wenig gezeigt. Das ist von den Spielern oder insgesamt von der Mannschaftsleistung einfach zu wenig. Und ich hoffe, dass das besser wird. Aber auf den Ergebnissen jetzt aus der Folge können wir erstmal aufbauen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und lasst gerne den Abo-Knopf nicht unberührt. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Macht's gut.